Hallihallo und einen wunderschönen Nachmittag aus dem wunderschönen Alanya. Wir haben es schön hier ein bisschen bedeckt da hinten bei der Burg, ja. Und im Nachbargebäude wird endlich weitergearbeitet. Ich finde es ja ganz gut, da waren nämlich keine Fenster drin. Und ich dachte schon, eieiei, wenn jetzt der Winter kommt, dann geht die ganze Bodenbelege gegen kaputt. Aber wir können ja gerade mal rüber gucken. Ich habe es nämlich selber noch gar nicht gesehen. Aber ich hatte gesehen, die haben jetzt dann doch mal die Rahmen geliefert bekommen. Wir schauen einfach mal. Ja, jetzt bauen die das hier ein. Das bedeutet, in den nächsten Tagen kommen hier die Fensterfronten rein und dann wird das hier auch ordentlich, weil keiner will eine Bauruine neben sich stehen haben. Das ist wichtig, dass es keine Bauruine ist. Ne? Wird aber jetzt fertig. So, ich habe heute ein sehr, sehr krasses Telefonat gehabt mit einem Banker in Deutschland. Ja. Und ich habe gedacht, ich nehme mir mal ein bisschen Zeit, stelle mal ein paar Fragen, weil wir ja nicht mehr so tief drin sind in dem deutschen System. Ich bin ja noch immer mit Deutschland verheiratet, werde das auch wahrscheinlich immer irgendwie bleiben und zahle da meine Steuern und habe ja auch Banken da und so und habe dann heute mal ein paar Fragen gestellt und es wurde ein wenig gruselig. Ja? Im Laufe des Gesprächs war es tatsächlich so, ich gehe mal lieber rein, es ist mir jetzt zu laut hier. Ich gehe mal in mein Büro. Da ist zwar das Licht nicht so schön, aber dafür ist die Akustik besser. War es so, dass wir auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen sind. Es ging irgendwie darum, dass jeder, der ein Konto hat, auch geratet wird. Ja? Im Gespräch kam das irgendwie so auf, ja, kriegst quasi eine Schulnote, mehrere Schulnoten. Ja? Und danach wird dann entschieden, ob du überhaupt noch einen Kredit kriegst. Ob du wie hoch die Zinsen für deinen Kredit sind, ob man du überhaupt Kunde bleiben darfst, das hat er auch gesagt. Es gibt auch Branchen und Sachen, die können dann gar keine Kunden bleiben, weil sie nicht nachhaltig sind. Dann habe ich im Telefonat gefragt, ja, was meinen Sie mit nachhaltig? Meinen Sie ökologisch? Ja, genau, ökologisch. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir mal ein Beispiel, ja. Wenn jetzt Öl gefunden werden würde, da wo ich wohne, ja, da wird die bohren und da ist ein Ölfeld und dann ist da Öl und ich möchte eine Firma gründen, die dieses Öl fördert und halt den Autos zur Verfügung stellt. Damit macht man sich ja unabhängig von den USA, die momentan ja viel Öl liefern für viel teuer Geld und auch natürlich auch von Russland und von anderen Ländern, weil es wird immer Sachen geben, die halt Öl brauchen. Auch für die Plastikherstellung brauchst du ja auch Öl. Da hat er gesagt, nee, das wäre ganz schlecht. Also so ein Unternehmen könnten sie gar nicht helfen bei der Gründung sozusagen, weil das ein ganz, ganz schlechtes Rating hat. Es ist nämlich nicht nachhaltig. Wieso ist das nicht nachhaltig? Ja, er sagt, ja, da müsste das Unternehmen parallel irgendwie Wasserstoff im Angebot haben. Dann würde die Schulnote 6 ausgeglichen mit einer Schulnote 1. Dann hätte das Unternehmen eine Schulnote von 3 oder 3 minus. Und dann könnte man mit dem Unternehmen arbeiten. Wenn das Unternehmen aber nur sowas hat, dann ist es ganz schlecht, ja. Dann habe ich gefragt, ja, wie ist denn das mit mir? Können Sie mal meinen Fall durchspielen, wie das denn wäre? Mein Unternehmen, ja? Und da hat er geguckt, wo mein Unternehmen sitzt. Da habe ich den Namen von dem Ort gesagt. Und gesagt, ja, das geht noch, das ist ein C. Also das ist nach Buchstaben. A ist super, F ist scheiße, C ist so ganz gut. Ja, warum hat mein Standort C? Ja, es gibt da die Chance für Waldbrände. Ja, da gibt es nicht viel Wald und mein Büro liegt auch nicht im Wald. Und Erdrutsche. Ja, mein Büro ist in einem sehr lange etablierten Wohngebiet, in einem Haus, wo es halt auch Büros gibt. Und da gibt es keine Erdrutsche und so, aber ist egal. Der Computer sagt, das ist nur C. Wäre es in Berlin Innenstadt, wäre es wahrscheinlich A oder B oder Frankfurt in irgendeinem Tower. Keine Ahnung. Oder wäre es ein B oder keine Ahnung. Also ich habe schon mal keine so gute Schulnote, weil ich sitze an einem Ort, wo es keine guten Schulnoten gibt. Ja, dann habe ich gesagt, ja, wie ist es mit meiner Branche? Ja, ich gucke mal gerade rein, was machen Sie denn nochmal? Und ja, Sie sind hier im Computer drin als Verlag. Und ich habe ja einen Hörbuchverlag und eine Tonträgerfirma, mache aber Medienproduktionen aller Art, ja auch diese Videos hier zum Beispiel. Aber es hat ja alles was mit Produktion zu tun. Also meine Firma heißt LPL Records, also Lars Peter Luke nimmt auf. Das ist was immer. Ich nehme irgendwas auf. Jetzt nehme ich halt Videos auf. Vorher habe ich Hörbücher aufgenommen oder Hörspiele aufgenommen. Ja, immer noch das Gleiche. Hat sich halt das Business ein bisschen verändert. Und der Verlag kriegt eine etwas schlechtere Schulnote, weil ein Verlag
produziert Müll. Ja, ich würde normal, ich bin dann in dem Raster, ich mache Bücher. Bücher sind aus Papier, also ist das nicht nachhaltig, also kriege ich eine schlechtere Schulnote. Da habe ich dann gesagt, ja gut, also wenn wir dann irgendwann mal, wenn ich mal irgendwann mal Geld bräuchte, müsste ich quasi bei der Bank das ummelden lassen von dem Verlag auf Medienproduktion oder Content Creator oder sowas, weil da mache ich halt keinen Müll. Ne? Ich verbrauche nur Strom, der kommt aber aus nachhaltigen Quellen oder so. Keine Ahnung. Und das ist ganz, ganz, ganz fatal, ja, weil diese, und das kommt von der BaFin, das ist das Bundesamt für Finanzdienstleistungen, oder? Keine Ahnung, das ist egal. Aber das kommt natürlich auch von der EU, aber natürlich jetzt erstmal von Deutschland. Also die deutsche Regierung beeinflusst die Wirtschaft, indem sie den Banken vorschreibt, wem sie, dass sie Unternehmen benoten nach deren Werten. Nicht nach dem, was für eine Bank zählt. Machen die Gewinn? Zahlen die ihre Zinsen und ihre Darlehen zurück? Sind die ein zuverlässiger Partner? Gehen die ans Telefon, legen die Unternehmensberichte vor? Nein, es wird benotet nach dem Standort und nach deiner Branche und nach dem, was du machst. Und wenn du da nicht mitspielst, kriegst du kein Geld. Du kannst teilweise sogar als Kunde entfernt werden, weil du nicht mehr tragbar bist für die Bank. Das hat er mir so in einem Nebensatz gesagt. Manche Kunden können wir dann gar nicht mehr haben, weil die dann das unser Rating runterziehen. Ja? Und das ist ganz fatal. Ja? Also so funktioniert eine Marktwirtschaft nicht. Ich bin kein Wissenschaftler, kein Wirtschaftswissenschaftler und ich bin kein BWLer. Ja? Ich bin aber ein Mensch mit dem Kopf und ich weiß, das funktioniert so nicht. Das wird nicht funktionieren. Du kannst nicht dem Markt vorgeben, was gut und was schlecht ist. Der Markt muss es entscheiden. Ich hatte meinem Sohn ein Beispiel dafür gesagt. Ich fand es ein bisschen fies, aber gut. Hier auf dem Markt ist ein Stand, der hat super gute T-Shirts für 10 Euro das Stück. Richtig geile Qualität. Daneben steht ein Stand, der hat, für 10 Euro habe ich ja gesagt. Daneben ist ein Stand, der hat schlechtere T-Shirts, nicht so eine gute Qualität. Der will aber 15 Euro dafür nehmen. So. Und jetzt ist es so, dass der Stand, der sich eine Flagge da aufhängt mit so einem Regenbogen drauf, der kriegt billigeres Geld, um seine Ware einzukaufen und der andere daneben kriegt es nicht, weil er das nicht macht oder sich auch mal kritisch vielleicht geäußert hat. Und so passiert dann, dass der Stand, der die schlechteren Shirts hat und die höheren Preise hat, aber mitspielt, bleibt bestehen, geht nicht pleite und der andere geht pleite, weil er vielleicht nicht das Geld hat, die Ware einzukaufen. Und das ist fatal. So macht eine Agenda die Wirtschaft kaputt. Weil nicht das gewinnt, was gewinnen würde bei dem normalen Markt. Das bessere Produkt oder das Produkt, was besser bei den Leuten ankommt, setzt sich durch. Es gibt ja dieses Beispiel von VHS und Betamax war es, glaube ich, damals. Und Betamax war rein technisch gesehen das bessere System. Aber die P-Industrie in den Videotheken hat auf VHS gesetzt und dadurch hatte sich VHS dann durchgesetzt und Betamax ist vom Markt verschwunden. Ja, das, was den Leuten am besten gefallen hat, hatte sich durchgesetzt, das andere ist verschwunden. Da hatte das auch mit der Wertung nichts zu tun. Das, was benutzt worden ist, was die Leute haben wollten, setzt sich durch und das andere nicht. Deswegen ist es eigentlich auch blödsinnig, sowas zu machen wie Förderung von E-Autos und so, obwohl ich das noch ganz gut finde. Aber auch das ist ja eine Beeinflussung vom Markt. Wenn E-Autos so geil sind, kaufen es die Leute. Die fahren schneller, die sehen vielleicht cooler aus, das ist ein Statussymbol, das ist vielleicht langfristig auch günstiger. Eine Förderung ist ganz nett, aber es ist auch eine Beeinflussung vom Markt. Irgendwann geht das über auf sowas, weil es einfach sich verändert, die Welt. Aber die Welt muss sich in der Geschwindigkeit verändern, wie es sein muss. Und man kann niemanden dazu zwingen. Und noch nie hat eine Regierung es geschafft, eine Wirtschaft nach vorne zu bringen durch ihre eigenen Vorstellungen. Ja? Schaut euch die Sowjetunion an, schaut euch die ehemalige DDR an, schaut euch jedes kommunistische Land an. Das funktioniert so nicht. Ja? Auch sowas wie Nordkorea oder sowas ist ja eher eine Diktatur als Kommunismus. Aber selbst da gibt es so viele Leute, die hungern und arm sind und denen werden die Ressourcen weggenommen und den Leuten, die mitspielen,
das zu geben, dass sie halt ein ganz gutes Leben haben. Ja? Abgeschottet von der ganzen Welt und im Konflikt mit dem Rest der Welt. Total Quatsch. Ja? Das funktioniert so nicht. Und das ist mein Appell an alle Politiker da in Deutschland. Das funktioniert so nicht. Ja? Und das ist ein ganz fataler Trend. Ich wollte euch mal drüber aufklären, weil ich immer mal wieder angedeutet habe, ich bin jetzt gerade sehr viel am Telefonieren mit Gerichten, mit Behörden, mit Banken, mit Unternehmern, bin ich gerade sehr, sehr viel am Connecten hier, täglich am Telefon und über Internetkonferenzen. Und in die Richtung, die es jetzt geht, das wird eine ganz fatale Sache. Wenn ihr noch nicht George Orwells 1984 gelesen habt, tut es. Das lohnt sich. Es gibt auch einen Film und es gibt auch ein Hörbuch und ja, bis bald.